Dieser Auftrag könnte unseren Profit ordentlich steigern. Mhm. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto, das mindestens 10.000 Dollar wert ist. Boah. Können wir versuchen, aber 10.000? Dann muss das echt ein richtig geiles Foto sein. So, das Schöne ist, wir haben jetzt noch genug Kohle, um nochmal ein paar Dinos zu bauen. Ich habe auch... Jedes Mal, wenn ich sage, merke ich, dass es blöd ist, aber gut. Es sind Pixel. Ich glaube, so tragisch wird es nicht sein. Wir brüten einmal ein so aus. Und dann haben wir auch kein Geld mehr. Wahnsinn. Wahnsinn. Dafür, dass hier schon alles stand, finde ich, haben wir irgendwie weniger Geld als vorher. Obwohl, das waren zweieinhalb oder 2¼ Millionen. Das finde ich schon ordentlich. So, wie weit sind wir? Oh, das dauert noch ein bisschen. Ist auch die Frage, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, wenn ich bedenke, dass wir immer noch das Labor und alles brauchen. Und zwar, genau, das Forschungszentrum, 400.000. Ach ja, und ACU und das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Das ist... Pro Insel kann nur ein Expeditionszentrum gebaut werden. Ach, dann haben wir... Ach, das haben wir schon alles gebaut. Forschung erforderlich... Forschung erforderlich, ein Wissenschaftszentrum und ein Sicherheitszentrum. So, so. So, so, das kriegen wir aber noch alles hin. Und fertig. Oh, der mit den schönen Flecken. Yes. Und jetzt stellt euch mal wirklich vor, das Gehege würde hier schon zu Ende sein. Also da baust du 3 Trikes und dann war es das. Dann ist das ja nur noch Geschubse und Gedrängel. Also eher schwierig. So. Das mit dem Abwarten ist jetzt ein bisschen doof. Ich würde gerne die neuen Dinosaurier nämlich weiter forschen. Oder mal anfangen damit zu forschen, damit wir was Neues haben. Vielleicht macht es auch Sinn, das erstmal wieder abzureißen. Aber das kostet, glaube ich, auch Geld, ne? Nö, kostet nix, okay. Weil das doof ist, wenn wir jetzt ein Kraftwerk bauen, wird der Zaun erstmal sich die ganze Energie schnappen und eventuell müssen wir dann direkt ein drittes hinterher bauen. Müssen wir mal gucken. Wir könnten mal versuchen, wenn wir eh warten, ein Ranger-Team lenken. Ta 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 ta, ta ta ta. Können wir hier mal rein und gucken, ob wir dieses 10.000er-Bild hinkriegen. Ich frage mich nur, was sind die Kriterien, um das perfekte Bild zu machen? Das nicht. Ja,
Wahrscheinlich, wenn das Tier irgendwas macht, wie trinken oder fressen oder so. Die Dinos, die Raubsaurier können ja auch miteinander kämpfen. Ich glaube, das bringt auch nochmal richtig Kohle, wenn man so etwas fotografiert. Schauen wir mal. So, was haben wir jetzt? 238.000. Ich könnte einen Souvenirladen bauen, Fastfoodladen, Kleider, Restaurant. Einfach damit ein bisschen Kohle reinkommt, ne? 2, 3. Das macht keinen Spaß. Spaß und Einkaufen. Essen, Getränke und gar keinen Spaß. Dann bauen wir lieber das hier, oder? Da haben wir zumindest noch Spaß mit drin. Verbraucht 3 Strom, was wir wahrscheinlich gar nicht haben, ne? Wo setzen wir es denn überhaupt hin? Da ist der Schutzraum. Das heißt, wir könnten ja eigentlich hier einen einfachen Weg. Gucken wir mal. Ein bisschen Kohle muss halt echt reinkommen. Und mit sowas kurbeln wir das an. Und was sind wir für ein Park, wo man nichts essen kann? Das ist ja auch scheiße. Essen und Trinken sind halt elementare Dinge. So. Stromverbrauch 3. Es funktioniert. So werden Gebäude bevorzugt. Wir machen direkt die goldene Mitte und verkaufen es für 8. So, das ist jetzt nicht... Nee, teuer ist das nicht. Und wir gehen auf... Gute Essen. Arbeit mit den Besucherzahlen. Gut gemacht. Hm, danke. Yay, yeah, 300.000. Dann könnten wir eigentlich... Souvenir... Kleider. Macht 4 Sterne in Einkaufen. Und einen in Spaß. Das heißt, hier kaufen die mehr ein. Hier kaufen die mehr ein. Oh. Das passt jetzt nicht so. Wie soll das denn funktionieren? Das sieht ein bisschen buggy aus, oder? Ich finde es gerade komisch. Ah ja. Dann wird es einfach runtergesetzt. Na dann. Na, also wir sind von 7.000 und noch was jetzt auf 49.000 hochgegangen. Das heißt, das ist der richtige Weg. So, und jetzt mache ich etwas ganz Gemeines. Sekunde. So. Jetzt kann ich in Ruhe aufnehmen. Einfach mal die Katzen ausgesperrt. So. Wir verkaufen natürlich ein Shirt. Und das Shirt verkaufen wir für 15.
Das ist dann eine Gewinnmarge von 5, oder? Oder sind das, kostet das Shirt eigentlich 10 im Verkauf und wir verkaufen es dann nochmal für 5, also nochmal für 5 mehr? Nee, ne? 10 ist doch jetzt der Einkauf und 15 ist der Verkauf. So interpretiere ich das zumindest. So. Das nächste, was ich jetzt baue, ist das Forschung. Nee, nicht das Fossilienzentrum für 400, genau. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Sie haben es schon geahnt. Also sehen Sie diesen Auftrag. Nein. Die kosten mehr, als wir zurückbekommen an Gewinn. Sowas machen wir nicht. Genau, 400.000. Wenn wir die haben, dann kommt erstmal das Fossilienzentrum. Und dann kommt das Forschungszentrum, damit wir auch neue Upgrades haben und neue Möglichkeiten. Ist das das Meer? Wobei es sehr ruhig ist, ne? Also im normalen Meer ist das so nicht. Ist schon schön. Ich würde gern... Ach, so einen Blick haben. Das ist schon cool. Muss man echt sagen. So, 391.000, wir sind gleich soweit. Was machen unsere Dinos? Der Trike braucht unbedingt eine Artgenossen, alleine ist nämlich kacke. Na, gib mir doch mal deine Statistiken. Ja, ein zweiter wäre schon nett. Den kriegst du auch bald. Den kriegst du bald. So, 418. Fossilienzentrum. Da. Wo bauen wir dich denn hin? Hier oben geht ja tatsächlich so gar nicht, ne? Nee. Dann... Oh, hier hinten ging. Hier hätte es noch Strom, da hätte es keinen Strom. Aber wenn es hier noch Strom hat, dann bauen wir es doch da mal hin. So. Das ist gut, die arbeiten dann direkt zusammen. Dann arbeiten wir jetzt die Fossilien ab und können ihn dann nochmal losschicken. Und wenn wir dann neue Dinos haben, oh, ich freue mich schon drauf, ganz viele neue Dinos. Yay! Ich bin mal gespannt, wobei ich glaube, das war jetzt schon das, was alles möglich ist an Dinos. Oder es wird jetzt noch nach und nach freigeschaltet, das weiß ich nicht. Ich würde nämlich auch gerne die umgangssprachlich genannten Langhälse würde ich auch gerne hier reinbauen. So, hatten wir hier ein Update? Ja. Und den Inventarplatz hatten wir auch schon. Okay. Dann gucken wir uns die Fossilien doch mal an. Ein Ankylo. Ein Coritosaurus. Ach, das sind die, okay. Den können wir verkaufen. Ah, ein Vierer. Wahnsinn. Und Ankylo ist noch ein bisschen verhalten. So. Hatten wir hier nicht auch irgendein... Nee. Dann war das, glaube ich, noch gar nicht möglich. So, wir könnten hier nochmal die beiden voll machen. Ich gucke gerade, oh, hier kriegst du natürlich alles Mögliche, ne? Was hatten wir hier? Ein Velo. Die Lofo.
Und ein Chungkingo, da wäre ich auch mal interessiert, was das ist. Und ein Dillo. Das lassen wir aber erstmal. Wir machen erstmal die beiden. So. Da fliegt er. Das wäre eigentlich auch cool, wenn man die so ein bisschen verfolgen könnte. Also wenn man die, oder wenn man die selber lenken könnte. Zu irgendeinem Platz. Ich bin, wo ich das gerade sehe, ich bin noch nie Helikopter geflogen. Vor ein paar Jahren war ich mit meinen Großeltern im Urlaub. Ist wirklich schon ein paar Jahre her. Und da bin ich zum allerersten Mal in meinem Leben Flugzeug geflogen. So ein kleines 5-Passagier-Flugzeug. Einfach so einmal um die Insel. Und da musste ich sagen, hatte ich am Anfang richtig Respekt. Ich wollte es machen, weil ich gedacht habe, boah, du musst zumindest mal geflogen sein, um zu wissen, wie es ist, ne? Hab aber über die Jahre irgendwie so eine situationsbedingte Höhenangst entwickelt. Also es gibt echt Höhen, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Und dann gibt es Situationen, da bin ich gefühlt 1 Meter über dem Boden und dann geht gar nichts mehr. Also ganz, ganz komisch. Das habe ich mit Höhe ganz schlimm. Und Platzangst habe ich auch irgendwie zunehmend entwickelt. Und mit der Höhe dachte ich dann so, oh Gott, nicht, dass du da oben Panik kriegst. Du kannst ja nicht mal eben runter, ne? Der muss ja dann auch irgendwie wieder runterfliegen können. Und das braucht natürlich seine Zeit. Und ich hatte aber meinen Bruder an meiner Seite und sagte, so, das mache ich jetzt. Und unterm Strich muss ich sagen, ich war so berauscht von diesem Moment. Natürlich, so ein kleiner Flieger ist ja noch wackeliger als so eine große Maschine. Das hat mich aber überhaupt nicht gestört. Ich fand es so geil und wir haben Fotos und Videos gemacht und ich weiß noch, wir sind wieder runtergegangen. Und ich bin so berauscht und wie auf Droge eigentlich, aus diesem Flugzeug gestiegen und war nur noch am Grinsen und der Tag war irgendwie das Geilste, was mir hier passiert ist. Also so viele Glückshormone ausgeschüttet, das ist der Wahnsinn. Und dann hatte ich meinen richtig großen Flug im Flughafen dann durch die PHU. Da habe ich dann tatsächlich ja, so das Flughafen-Feeling und das Gefühl von großen Flugzeugen kennengelernt, was ich ja auch ganz cool finde. Also man merkt, die sind natürlich noch schneller unterwegs, gerade beim Start. Und wenn es dich so ein bisschen in die Sitze drückt und du abhebst und dein Magen wie sagt man denn? Du hebst halt ab und dein Bauch oder dein Magen macht halt so ein Schwapper. Ich weiß es nicht. Also, ne, der schon mal geflogen ist, weiß, was ich meine. Und das ist schon irgendwie ganz komisch, aber auch total cool. Und was mir jetzt halt noch fehlt, wäre so ein Helikopterflug. Das fände ich eigentlich auch schon geil. Weil das ist dann wieder ein ganz anderes Gefühl. Und bei Flügen habe ich tatsächlich keine Höhenangst. Obwohl das ja riesig hoch ist, ne? Aber seltsamerweise, nö. Da interessiert mich das nicht, aber lass mich mal auf so einen Turm oder auf so eine Mauer steigen. Haha. Dann ist das wieder was ganz anderes. Wir sind von 49 oder von 47 auf 56 hoch. Es wird was. Also die beiden sind auf jeden Fall gewinnbringend. Genau das Richtige, was wir brauchten. Wir müssen ja jetzt wieder... Seit wann hat das Spiel Musik? Oder fällt es mir jetzt erst auf? Da war es auch schon wieder vorbei. Was ist los? Ach, wir haben neue Fossilien. Extrahieren und extrahieren. So. Euch schicken wir wieder los. Mit 75.000 ist das auch relativ günstig. Das heißt, wir kommen nicht so in die Miesen.
wenn der regelmäßig losgeschickt wird. Nur, dass wir jetzt, Mist, dass wir jetzt schon wieder warten müssen. Ich glaube, das war 400.000, ne? Genau, 400.000 die Forschung und 10 Strom. Ungenutzter Strom 0. Das heißt, eigentlich müssten wir ein Kraftwerk bauen zuerst. Und das Kraftwerk ist 500.000. Oh my God. Und nochmal Betriebskosten pro Minute. Ja, das ist wirklich ein bisschen teuer. Okay, das heißt eigentlich 500.000. Das darf ich nicht zu teuer machen, sonst kaufen sie nicht mehr ein. Also ich finde die Preise schon in Ordnung. Da laufen sie nämlich noch rein. So. Ich habe das jetzt schon gebaut, aber ich hoffe, das Fleisch vergammelt nicht. Betriebsbereit. Reserve 1 von 5. Nahrungsstatus frisch. Vielleicht sollten wir es einfach mal deaktivieren. Weil wenn da steht 1 von 5, nicht, dass wir schon 4 Reserven... Eine Sturmabwehrstation überwacht den Kurs eines eintreffenden Tropensturms. Oh oh. Das hat mir gerade noch gefehlt. Das heißt, sobald der Sturm hier eintrifft, machen wir den Schutzraum auf. Sturmwarnung. Und rein. Oh, wie sie alle rennen. Aber wie das hier rüberzieht, ne? Oh, wie sie alle rennen. Hätte ich vielleicht schon vorher das machen sollen. Sind wir schon zu spät? Da rennen sie noch alle. Lauft! Laufen! Oh nein, Gebäude beschädigt. Nein. Warum gehen die denn nicht da rein? Gehen die noch spazieren? Was ist denn mit dir? Oder mit euch zwei? Geht ihr mal bitte auch in den Schutzraum? Was ein Scheiß. Okay, der ist kaputt. Der benötigt Strom, weil der andere kaputt... Ja, genau. Das ist ja schön für dich. Lassen Sie einen Dracorex mit einer intuitives Lernmodifikation frei. Das können wir tatsächlich machen. Weil einen Dracorex will ich auf jeden Fall hier reinsetzen. Oh, Sturm ist vorbei. Okay, so, Ranger... Aufgabe hinzufügen. Reparaturtrupp unterwegs. Reparatur? Das war's, ne? Ah, da haben wir ja nochmal Schwein gehabt. Mhm. 420. Nein, wir bauen das jetzt. Wir bauen das jetzt nicht. Wir lassen die jetzt nicht. Aha. 30.000. Damit warten wir dann auch erstmal ab. Wir brauchen auf jeden Fall das Kraftwerk. Können denn da Leute rauskommen? Sind die in dem Gebäude geblieben? Wie viele da jetzt rauskommen? Guten Tag, guten Tag.
Da kommen sie alle raus, wie cool. Und da kommen sie raus. Und das wäre nichts gewesen, ne? Naja. Gut, ich würde aber sagen, die 500.000 knacken wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!